Also ich schwätze Schwäbisch, weil ich lange in Ulm gewohnt habe. Ich bin auch zwei Sahara eingeschult worden. Mit der Lisa und dem Johannes, unserem Produzenten. Landrauschen erzählt die Geschichte von Toni, die nach längerer Zeit in Berlin wieder zurück in ihr Heimatdorf kommt, Bubenhausen, und dort auf Rosa trifft, die Bubenhausen nicht verlassen hat, und zwischen den beiden entwickelt sich eine explosive Beziehung. Landrauschen geht es um zwei Mädchen und ein Dorf in der Identitätskrise. Also ich arbeite mit vielen Laiendarstellern, weil das war schon Absicht oder bewusst so gewählt, weil ich so teilweise auch selbst von den Leuten selber zu der Figur inspiriert wurde und mir es wichtig war, dass es so authentisch ist wie möglich. Und so manches, glaube ich, kann ein Schauspieler gar nicht so gut machen wie die Person selber dann. Ich spiele die Toni im Film und ich würde sie charakterisieren, dass sie auf der Suche ist, dass sie mehrere Seiten in sich trägt. Also die Toni ist auf der einen Seite auf jeden Fall verbunden mit ihrer Heimat, auf der anderen Seite gibt es auch viel, was sie stört und sie weiß nicht so richtig, was sie will. Kotzt mich der an. Was gehst du jetzt so ab? Weil es mich ankotzt. Was denn? Ja, ich habe auf den ganzen Fasching keinen Bock. Ich find's echt ein bisschen dämlich. Ich wohne jetzt nicht mehr daheim. Wo wohnst du? In der Kommune. Kommune? Ja. Was ist das, Kommune? Ja, WG. Eine WG? Ja. Es gibt jetzt eine WG in Bubenhausen. In Bubenhausen, ja. In Bubenhausen. Alter, in Bubenhausen ist was los, du. Nee, die Finanzierung von Landrauschen war insofern nicht leicht, da wir mit einem Drehbuch gearbeitet haben, welches während dem Dreh weiterentwickelt wurde. Insofern sind die meisten Förderungen schon mal rausgefallen. Und wir haben dann entschlossen, den Film mit Crowdfunding und lokalen Sponsoren zu machen, damit wir den Film bis heute machen konnten. Ansonsten würden wir es immer noch finanzieren. So, dann darf ich nach vorne bitten, die Regisseurin Lisa Miller. Die Hauptdarstellerin Kathi Wolf. Und den Produzenten Johannes Müller, bitte nach vorne kommen. So, erste Frage, haben Sie alles verstanden? Das Drehbuch war hart im Dialekt geschrieben, ja. Ich bin Schwabe. Ich bin 2 Kilometer von Bubenhausen aufgewachsen. Also ich wollte auf jeden Fall Polizisten im Film, weil das ja schon an dieses Heimatfilmgenre angelegt ist und da darf eigentlich ein Polizist nicht fehlen. Das ist eine klare Linie, das ist ein Anschlag auf das Gesellschaftssystem, sage ich dir. Ja. Das ist etwas Persönliches, ein Angriff auf mich. Ja, auf uns. Auf uns vor allem. Auf uns. Und ich habe es in den Nachrichten gesehen, ich habe es gestern gesehen, Rigaer Straße, Berlin, das ist ein autonomer Block, das Ganze zeigt da Berlin Mitte und so weiter hör und so fort. Hör mir mit Berlin auf, ja? Hör mal bloß mit Berlin auch noch auf, wir sind jetzt hier. Es kommt jetzt langsam da rein. Und wir reißen uns der Arsch auf, fahren Dornum und fahren Dornum und fahren Dornum und Dornum. Ja? So ist's. Und jetzt muss ich das wieder lesen. Das ist persönlich. Wie soll ich sagen, so die Vertrottelung von Autoritäten war ja schon immer so ein politisches Statement, auch in diesen ganzen Heimatfilmen. Wie kommt man auf die Idee, so einen Film zu machen? Habt ihr einfach einen zu viel getrunken und dann habt ihr gesagt, wir machen einen Film? Beides. wir wollten einfach einen Film machen und zwar auf dem Land, wo wir auch herkommen. Und weil wir nicht so lange warten wollten, bis irgendjemand uns Geld gibt, haben wir einfach losgelegt. Es war von vornherein klar, dass ich das spielen werde. Wir hatten mal einen kleinen Dreh. Also Lisa hat gefilmt, weil ich brauchte eine Szene für meinen Showreel, für meine Agentur. Und dann
habe ich die Nadine gefragt, ob sie kurz mit mir eine Szene spielen könnte, weil ich wusste, dass sie im Laientheater dort schon mal was gemacht hat. Und dann dachte ich mir, ach komm, es wird schon klappen. Und dann kam sie halt kurz. Da hat sie gesagt, ja, ich muss aber in einer halben Stunde zum Schaffen. Und habe ich gesagt, egal, das schaffen wir jetzt schnell. Und dann hat die Lisa während der Szene gemerkt, dass da eine gute Energie ist zwischen Nadine und mir. Und dann ist sie nach Chile geflogen und kam 3 Monate später mit dem Drehbuch von Landrauschen wieder und hat gesagt, so, jetzt machen wir es. Also bis auf diesen Typ hier waren alle Laiendarsteller, nicht alle, aber bis auf 4 Leute waren alles Laiendarsteller aus meinem näheren Umfeld. Der Vater, Franz Sauer, ist zum Beispiel mein Onkel. und auch sonst Leute aus dem Dorf oder wir sind auch zu so Laientheatern oder Bauerntheatern gegangen und haben nach Leuten gesucht und gecastet sozusagen. Ja, oder Leute, die mir empfohlen wurden, irgendwie die Heidi, die die Mutter spielt, ist aus dem Gesangsverein von meiner Mutter und die habe ich da immer schon gesehen, wie sie die Einlagen macht und so. So lief das ab, ja. Und zum Beispiel mein Onkel, der den Vater spielt, ich meine, die Rolle wurde ihm auf den Leib geschrieben, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. War es schwierig, dass er sich bereit erklärt hat oder hat er Ihnen das einfach zur Liebe gemacht? Wir haben davor schon mal was gedreht, so ein Fake-Atomgau-Film, so ein Trash-B-Movie und da hat er, glaube ich, schon so ein bisschen Blut geleckt und hat er halt mitgemacht, aber er hat jetzt halt gedacht, das wird halt wieder so was Kleines. Er hat jetzt nicht damit gerechnet, dass er im Kino kommt, aber er genießt den roten Teppich. Ich denke das und du bist ein bisschen ruhig. Also Herr Sauer, so kommen wir da nicht weiter. Ich kann Ihnen für dieses Objekt beim besten Willen nicht mehr rausholen. Vom Verkehrswert her. Dein Verkehrswert wurde ja auch wissen. Vater, ich finde, das ist eigentlich ganz viel Geld und wir können das auch so machen. Wo sollen wir schon melden? Lass ich mich unter den Tisch ziehen. Vater, wir machen das und dann. Wir machen das nicht. Dann ist es endlich vom Tisch. Du hast doch keine Ahnung. Stand auf, mir ganz. Stand auf. Wir machen da die Preise, ich oder Bank. Das kannst du dir vorstellen, wie die ihren Job gekriegt hat. Da war die Idee der Kombination von relativ ruhigen Bildern, aber gleichzeitig dieses Dokumentarische, also ein bisschen dieser Mumblecore-Faktor in diesem ziemlich traditionellen Genre. Genau, das war so das Konzept dahinter. Und dass man immer wieder die Idylle bricht, also dass wenn eben dass die Bilder immer so zusammengesetzt sind, dass vielleicht eine Idylle aufkommen könnte, aber die auch gleichzeitig wieder in sich zerfällt. Das mit dem CinemaScope, da habe ich mich gar nicht, ehrlich gesagt, gar nicht damit befasst damals, weil wir mussten so viel gleichzeitig machen. Das hat der Kameramann so entschieden, ja. 10 U-Bahn-Linien, dazu 152 Buslinien, ein Club für jeden Tag im Jahr, immer neue Designerdrogen, 6 Startups täglich, 3 Millionen Menschen, unendlich viele Geschlechter und viel Verkehr. Und jetzt habe ich keine Wahl mehr. Nur ein Bus, nur Scheißclubs und Bubenhausen. Jetzt werde ich bekocht und es wird endlich mal geheizt. Entschleunigen. So sehr, dass ich die Zeit nicht nur angehalten, sondern zurückgedreht habe. Bei der Filmmusik war es auch so, dass mir wichtig war, dass eben diese Fusion von traditionelleren Blasmusikinstrumenten zum Beispiel und elektronischen Klängen halt umgesetzt wird. Also dass quasi die Berlin-Zeit von Toni durch das Elektronische mit reinkommt, aber halt dann auch dieses zünftige oder traditionellere von Rosa. Und genau, und auch hier wieder, damit das mit diesen Elementen gespielt wird, dass eben das Alte zu was Neuem wird. Der erste Dreh war quasi dieser Faschingsdreh Anfang Februar 2016. Es waren so 5 Drehtage, die auch gleich fürs ganze Team die allerhärtesten waren, weil wir halt dort unter den realen Bedingungen, also wer mal richtig gut Fasching feiern will, der muss zu uns kommen. Und das war halt sehr schwierig, uns da als Team zu verstecken und tarnen. Also wir haben dann den Kameramann auch verkleidet und so, aber es dachten dann trotzdem alle, sie müssen ins Bild springen, hatten dann Leute, die die anderen weggeblockt haben. Also es war richtig Krieg. Also das war echt eine heftige Sache und das war dann klar, okay, das war schon das Schlimmste. Und dann haben wir gedreht so an den Festen und so weiter durchs ganze Jahr und November war dann die letzte Klappe. Und dann hat Lisa ganzes 2017 mit Schneiden und Postproduktion verbracht. Ich habe natürlich noch ganz viel Material, das rausgeflogen ist. Das ist der Director's Cut. Hätte natürlich viel länger sein können wie alle Filme. Aber wir wollen dann die ganzen Outtakes natürlich auf die DVD packen. Bis Gott. Nee, okay, ich hör's auch, du.
Habt ihr da auch Kühe, oder? Mhm. Bienen. Bienen? Ja. Also Bienen. Ja, klar. So einen ganzen... Ja, Bienenstock. Schau, oder? Ja. Schön, dass du wieder da bist. Das ist mein Kontostand. Ja, ja. Wo ist der Kontostand? Das ist ein Trauerspiel, kein Kontostand. Sie müssen loslassen, Frau Sauer. Hallo. Jetzt du halt einmal normal. Vielleicht tut man in Berlin so, aber doch nicht bei uns. Geile Sau. So. Zähl auf drei und dann drück ich. Egal welchen Kaff, jeder schlaft, dieser schlaft ohne Saft und gerne Agro. Ob's es machst oder lass, bleibt an jedem sein Sach. Hauptsache du wirst mal wieder warm. Egal welchen Kaff, jeder schlaft, dieser schlaft ohne Saft und gerne Agro. Ob's es machst oder lass, bleibt an jedem sein Sach. Hauptsache du wirst mal wieder warm. Ja, eindeutig. Afrikaner.